Das ALPS-Verfahren ist ein zweizeitiges Vorgehen in der Leberchirurgie. Bei diesem Verfahren nutzen wir die Eigenschaft der Leber, zu wachsen, zu regenerieren. Im ersten Schritt der Operation wird ein Gefäß unterbunden. Dadurch erreichen wir einen Wachstumsreiz in dem gesunden Teil der Leber. Zusätzlich wird bei dieser Operation, also bei der ersten Operation, noch ein Schnitt in die Leber gesetzt. Auch dieser Schnitt schafft es, die Leber anzureizen, anzuregen, zu wachsen. Im zweiten Schritt, ich sag mal so nach 2, 3, 4 Wochen, sind wir in der Lage dann, den erkrankten Teil sicher zu entfernen und der zurückbleibende Teil hat ein großes Volumen, um den Patienten mit ausreichenden Leberfunktionen zu versorgen.